In Teil 7 wollen wir das Grasshopper-Skript in Sophistic einbinden. Wir haben die Geometrie, wir wollen aber auch das Verformungsverhalten der Halle sehen und dafür ist es erforderlich, dass wir noch einen Lastfall anlegen. Ich nehme mir hier wieder eine Überschrift, setze die hier ab und ändere sie ab. Ich will einen Eigengewichtslastfall anlegen. Dazu brauchen wir die Komponente Loadcase Attributes. Es soll der Lastfall Nummer 1 werden. Das Eigengewicht soll mit dem Faktor 1 in die Berechnung eingehen und ich nehme auch den zugehörigen Titel für den Lastfall und das soll Deadload heißen. Gut, erstellen wir nun die Sophistic Datenfiles, die ich dann mit Include einbinden möchte. Prinzipiell gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie wir Grasshopper in Sophistic einbinden oder verbinden können. Einerseits mit dem Befehl Include, das ist das, was wir hier machen werden. Und andererseits gibt es auch die Projektverbindung. Beide Verfahren habe ich ausführlich in einer anderen Videotutorial-Serie erläutert, nämlich in der Tutorial-Serie zur parametrischen Spannbetonbrücke mit Rhino und Grasshopper und Sophistic. Und da ist das Detail 21 und 22. Können Sie also gerne nochmal nachschauen. Eine Überschrift nehme ich mir wieder und nenne das um in Sophistic Files. Wir haben einerseits ja das System und das ist zusammengefasst oder wird zusammengefasst mit der Komponente Sophie Mesh. Die finden wir hier oben. Wir sehen, das Ganze baut sich ja von links nach rechts auf. Hase und hier Aqua brauche ich jetzt hier nicht einzugeben. Dafür haben wir ja schon das Sophistic-Projekt im SSD erstellt und handeln diese beiden Themen dort ab. Also wird es hier direkt mit Sophie Mesh losgehen und da finden wir dann Sophie Lotus, machen wir gleich noch. Und dann gäbe es hier noch die Komponente Tendon für die Vorspannung. Also wir sind bei Sophie Mesh und da sehen wir, hier gehen alle Structural Elements hinein. Da müssen wir jetzt alle zusammen sammeln. Reihenfolge ist prinzipiell egal, aber ich würde mich einfach an die Reihenfolge des Erstellens halten. Also wir haben angefangen mit den Stützen. Das ist das erste. Dann Nummer 2 sind die Riegel. Hier bitte die Shift-Taste wieder drücken beim Hineinstecken. 3. Hier die Traufe. Dann 4. Der First. Fünf, die Sparren. 6 die Diagonalen. 7 dann noch die Auflager. Das sind unsere in dem Fall 7 Structural Elements, die wir erstellt haben und die werden hier in Sophie Mesh verarbeitet und wir erhalten dann
die Kadim-Sprache, also die Sophistik-Sprache, die das Ganze übersetzt. Das nächste sind jetzt entsprechend die Lasten, haben wir hier unten angelegt. Also brauche ich auch hier das Sophiload-Input-File. Und ja, dort gehen hier die Load-Case-Attributes hinein. Und nun brauchen wir nur noch die beiden Text-Files zu erstellen. Das ist hier über den Knopf. Wir erstellen zwei Übergabedateien. Einmal für das Modell. Also nenne ich die Datei model.dat. Und dort geht Sophie Mesh hinein und hier diese Übergabedatei nenne ich load.dat. Ups. Load.dat. Und da geht natürlich Sophie Load hinein. In dem Moment, wo wir hier diese Komponente erstellt haben, sind die beiden Dateien auch schon erzeugt worden. Bei mir sieht das also so aus. Ich habe hier mein Projektverzeichnis und dort sind gerade im Moment diese beiden Dateien erzeugt worden und außerdem liegt hier natürlich auch die Grasshopper-Datei und die Rhino-Datei. Und hier liegt auch die Sophistic-Datei, die wir ja im Teil 5 war es angelegt haben. Also das sollte hier alles in einem Ordner liegen. Jetzt gruppiere ich das noch. Ja, und dann ist jetzt die Spannung groß. Wir können also die Übergabe uns mal anschauen. Ich rufe unser Projekt auf im SSD und hier müssen wir jetzt hingehen und über die rechte Maustaste Task einfügen sagen. Wir wählen den Texteditor aus, können das umbenennen. Das Gras soll meine Grasshopper Übergabedatei sein und die schiebe ich eins höher. Über einen Doppelklick kann ich die noch leere Texteditor-Datei öffnen und hier kommen jetzt eben wieder diese Include-Verbindung hinein. Include ein Freizeichen und dann hatten wir gesagt, die erste Datei ist model.dat und include die zweite Datei load.dat. Hier unten können wir das auch wieder schließen. Schauen wir in den Einwirkungsmanager. Wir haben ja nur die Einwirkung G, deswegen lösche ich jetzt Q hier. Die Kombinationsvorschriften ist richtig, ansonsten kann man immer hier alle löschen, neu initialisieren sagen. Okay. Dann Berechnung der Einzellastfälle. Es gibt keine linearen Lastfälle, steht hier. Dann sage ich nochmal Cancel und lasse erstmal bis hier, bis Kombinationsvorschriften rechnen, also berechne bis Kombinationsvorschriften, damit er jetzt die Grasshopper-Datei einliest. Und da sehen wir, er ist bis da durchgelaufen und jetzt kann ich auch zum einen hier das System mir schon angucken, was auf den ersten Blick gut aussieht. Was ich sehe, ist, dass die Stützen falsch rumstehen. Und was ich auch schon gesagt hatte, wenn man genau hinschaut, oder ich hatte es vermutet,
dass hier die Sparren senkrecht nach unten mit der Z-Achse zeigen und die müssen natürlich mit der Dachneigung sich verdrehen. Also die zwei Sachen haben wir noch zu ändern. Wir können trotzdem hier jetzt mal auf Rechnung Einzellastfälle gehen. Da sehen wir unseren angelegten Lastfall Deadload und wenn ich das rechnen lasse, bekommen wir hier auch die Verformung, die prinzipiell schon mal richtig aussieht. Sehr gut, also wir müssen die Stützen drehen und wir müssen dafür sorgen, dass diese Sparren hier nicht immer senkrecht nach unten zeigen. Gehen wir zurück in unser Skript und kümmern uns zunächst um die Stützen. Wenn die also falsch rumstehen, dann können wir das hier über den Parameter Local Z ändern. Und zwar will ich die Stützen einfach umdrehen. Also sage ich XYZ, also Y-Richtung soll es werden. Stecke ich da rein. File Save Document. Gehe wieder hier hin. Noch stehen die Stützen falsch. Und ich lasse ja einfach alles rechnen. Schaue mir das System wieder an und stelle fest, hat funktioniert, die Stützen sind gedreht. Jetzt kümmern wir uns noch um die Sparrenlage. Schauen wir mal genau hin. Also, wenn wir hier die Sparren anklicken, sehen wir, der blaue Pfeil zeigt die Z-Achse und sie zeigt genau nach unten. Wenn wir jetzt also die Dachneigung hier ändern, dann muss sich ja die Z-Achse der Sparren drehen. Und hier sieht man auch, sie muss sich drehen um die X-Achse. Wie machen wir das? Wir wollen drehen, also benötigen wir eine Komponente, die heißt Rotate. Wir wollen drehen um die X-Achse, haben wir gesagt. Also nehmen wir einen X-Vektor. Oh, ich sehe, wir haben die falsche Komponente erwischt. Rotate. Wir wollen einen Vektor rotieren. Das ist nicht diese, sondern diese Komponente. Diese können wir wieder löschen. Also wir wollen einen Vektor. Und zwar um die X-Achse haben wir gesagt. Und was wollen wir drehen? Wir wollen die Z-Achse drehen. Also brauche ich die Komponente für den Z-Vektor. Und hier, ja, fehlt noch die dritte Information, nämlich um welchen Winkel wollen wir drehen? Wir wollen natürlich drehen um den Winkel, den wir hier vorne einstellen, und zwar umgerechnet in Radiant. Das müsste es sein. Ich stecke jetzt hier eben genau diesen Faktor, diesen Wert hier, genau bei Local Z von den Sparren hinein. Gut, lassen Sie uns kontrollieren, ob das klappt. File Save Document. Zurück nach hier. Einmal ja, berechne, alles berechnen von mir aus. Und dann müssen wir mal wahrscheinlich die Dachneigung ändern, damit wir was besser kontrollieren können. Aber wir können es schon erahnen oder wir sehen hier, dass sich offensichtlich die Verdrehung hier richtig eingestellt hat. Wir können da jetzt mal
etwas im System ausprobieren. Gehen wir nach hier und ändern ein paar Werte ab. Also die Länge vergrößern, zum Beispiel so. Dann die Höhe können wir ändern. Die Anzahl der Felder stelle ich auf 5. Dann die Breite ändere ich etwas ab. Und jetzt vor allem der Dachneigungswinkel stelle ich mal 30 oder ungefähr 30 ein. Dann würden wir das wahrscheinlich besser gleich erkennen können. Die Anzahl der Felder soll von mir aus weiter 3 sein. Und ich hätte gerne Diagonalen in ein, Feld 1, 3 und 5. Einmal speichern. Hierhin. Wir sehen noch das alte. Sagen, berechne alles. Und dann werden wir jetzt sehen, ob das funktioniert hat. Ja, wir sehen auf jeden Fall schon mal das angepasste System und hoppla, genau. Also hier sehen wir auch wunderbar, dass die Sparren jetzt so gedreht sind, dass sie senkrecht auf den Rahmenriegeln zu liegen kommen. Hier sehen wir auch die Verformung aufgrund Eigenlast. Sieht auch gut aus. Und ja, damit haben wir das System überprüft. Wir können sagen, unser Skript für den Stahlhallen-Konfigurator ist richtig und komplett. Natürlich können Sie dann jetzt in weiteren Schritten weitergehen, was die Bemessung der Stahlhalle angeht. Und da verweise ich natürlich gerne auf ein anderes Tutorial von mir. Es heißt Stahlbemessung mit Revit und Sophistic. Aber Sie können hier genauso in Teil 2 einsteigen, wo es dann mit den Imperfektionen losgeht und so weiter. Prinzipiell ist es ja egal bei Sophistic, ob Sie jetzt das System mit Revit oder mit Grasshopper erzeugt haben. Ich denke, da werden Sie gut weiter vorankommen. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie Anregungen gefunden haben, Ihren eigenen Konfigurator zu bauen mit Grasshopper und mit Sophistic zu berechnen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal.